Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Markthaus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtel und wir haben Dienstag, den 7.4.2015 und endlich wieder Liquidität. Nach den ganzen Feiertagen und den geschlossenen Börsen haben heute endlich mal wieder alle Börsen offen und es verspricht hier, der aktuelle Tag verspricht durchaus eine volatile Session. Beginnen wir mit dem Euro-US-Dollar. Ich habe Ihnen den hier heute mitgebracht, sowohl in meiner Perspektive als auch von Vitali Lukovic. Hat hier momentan eine leicht steigende Tendenz, ist hier so gesehen untergeordnet long, ist klar, weil wir übergeordnet in der Korrektur sind. Diese Korrektur läuft aktuell gerade bis ans letzte Tief übergeordnet und das ist hier die 1,11er Marke. Also es gilt immer noch vorsichtig zu sein. Der Trend ist weiterhin short und von einer Trendwende ist aktuell hier noch nicht auszugehen und Widerstände liegen bei 1,1140 und 1,11 aus der übergeordneten Perspektive. Das macht das Ganze hier so ein bisschen schwierig, denn prinzipiell hatten wir hier einen Long-Ausbruch und der ließe sich sogar traden über 1,1070. So, aber eben der Wochenschlusskurs von 1,1140 ist hier, liegt hier immer noch dominant drüber. Das ist halt so ein Punkt. Ja, wenn man den ausblendet, dann kann das hier zu einem bösen Fehlsignal führen. Das, was dann am Ende hier wie ein schöner Ausbruch ausschaut, ist am Ende nur das Pullback an das Wochentief. Und damit, meine Damen und Herren, ist diese Long-Position mit Vorsicht zu genießen. Eine Alternative gibt es noch vielleicht hier unten, ein ganz eng gestoppt, 1,0831, beziehungsweise im Falle eines Durchbruches auch hier die Durchbruchsoption. Vitali hat den Euro-US-Dollar so analysiert, dass er sagt, okay, wenn er hier drüber geht, haben wir ein bisschen Platz bis zur 1,12er Marke, sollten da aber abprallen. Und spätestens hier unterhalb dieser Trendlinie, unterhalb den zwei Fibonacci-Retracements, wäre Platz nach unten. Im neuseeländischen Dollar, US-Dollar, haben wir auch noch eine Durchbruchssituation kurzfristiger Natur. Sind hier weiterhin übergeordnet short, können uns aktuell hier an der 0,7513 stabilisieren. Aber das ist prinzipiell ein schönes Durchbruchssetup hier, short. Also wie gesagt, jetzt long kann er sich stabilisieren, das würde gehen, aber wir würden uns hier auf das Durchbruchssetup konzentrieren. Und das, wenn es geht, eng genug abstoppen. Erster Take-Profit wäre hier 0,7450, zweiter wäre 0,74. Also eine mögliche Short-Durchbruchsmöglichkeit im neuseeländischen Dollar. US-Dollar. Vitali hat noch den neuseeländischen Dollar, kanadischen Dollar heute short. Mögliche SKS short unter dem letzten Tief, unter dem 50er Retracement in Richtung des 61,8er Retracements, in Richtung der 0,93er Marke. In Richtung der 0,93er Marke. Im Euro-Britisch Pfund ist auf dem Monatschart die Frage, ob wir eine größere Korrektur sehen. Wir hatten hier jetzt einen Abverkauf von insgesamt 1028 Pips. Hier wird ein Morningstar ausgeformt. Und entscheidend für diese weiteren Impulse ist am Ende dieses Hoch des Dochts, des Dojis hier. Von dem. Das ist ganz, ganz wichtig. Naja, und wir sehen, dass dieser Docht untergeordnet eine enorme Rolle spielt, weil das ist immerhin aus dem Monatschart. Die 0,7381. Jetzt auf den Stundenchart gehen, dann sehen wir deutlich, wie der Markt sich daran abarbeitet. Momentan ist er leicht korrektiv an dieser Marke. H4-Chart geht auch noch, aber man sieht deutlich, oder zumindest hoffe ich, dass man das hier sehen kann, dass diese Marke eine Relevanz besitzt. Naja, und diese Relevanz gilt es für sich zu nutzen. Also im Falle eines Bruches long über der 0,7390er Marke. Ja, muss er erstmal hin, aber eng gestoppt sicherlich einen Trade wert. Schweizer Franken, japanische Yen habe ich mir noch aufgeschrieben. Ausbruchsetup long. Eng gestoppt möglich. 125,40 japanische Yen pro Schweizer Franken. Pro Schweizer Franken. Britisch Pfund, Schweizer Franken Setup bleibt hier gültig. Wir hatten gestern einen Stop kassiert, hatten gleichzeitig gesagt, okay, die nächstmögliche Variante und der letztmögliche Short dann erstmal kurzfristig wäre nochmal hier oben bei der 1,43,44. Und das ist auch das, was
was Vitali hier auch analysiert hatte, kommt auf ein ähnliches Ergebnis, also Britisch Pfund, Schweizer Franken, wenn überhaupt, dann hier oben nochmal der Short bei 1,43,40. Gut, das zum Thema Währungen. Jetzt zum Thema Indizes. Eurostox bricht nicht aus, kann aber stärker starten, startet aktuell hier an den Hochpunkten. Der CAC 40 ist möglicherweise hier schon kurz vorm Durchbruch, sollte man engmaschig beobachten, weil der CAC 40 nicht zu unterschätzen ist hier bei dem Ausbruch. Das heißt, das Setup bleibt noch. Naja, und der DAX ist momentan hier seitwärts gerichtet und kann keine neuen Impulse setzen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Nochmal der Ausbruch Long über 12.130. Auch das wäre schön, wenn der DAX nochmal bei 1.300 Punkten wäre. Aber ist halt nicht. 12.130, Thema Wiedereinstieg. Ja, ist ja kein Problem. Aber das waren schon Zeiten. Dann 2009, 2010, wo der DAX dann die große Rallye begann. Naja, 12.130 Punkte, das wäre nach oben hin hier kurzfristig ein Ausbruchslevel. Platz wäre dann bis 12.220 Punkten. Ansonsten nochmal ein eng gestoppter Long im Bereich von 11.811. Relativ enger Stop, da würde ich gar nicht so viel geben. Also maximal hier, wenn gut reinkommt, 50 Punkte, nicht mehr. Weil sonst ist die Gefahr relativ groß, dass wir nochmal hier dieses Tief antesten. Und das muss auch nicht sein. Von daher, Long-Ausbruch kurzfristig, 12.130 bis 12.20. Mögliches Korrektursetup, 11.80, ja, kann man stehen lassen. CAC 40 bricht gerade aus, Long-Setup wird aktiviert. Ja, und so können wir es lassen. Einziger Hinweis noch natürlich, die amerikanischen Indizes, auch hier weiterhin Long. Haben hier den Dow Jones ausgebrochen. Gute Unterstützung, die hier ihn noch halten sollte, die liegt bei 17.830 Punkte. Jetzt ist erstmal Platz bis 18.050, im späteren Verlauf dann auch bis 18.250. Und der S&P 500 bietet möglicherweise hier nochmal eine eng gestoppte Long-Möglichkeit, Durchbruch-Setup der 2089er-Marke über 2089. Wäre dann Platz bis 2120 und auch darüber hinaus. Natürlich, wir sind übergeordnet immer noch long. Punkt 1, Punkt 2, man könnte es in der jetzigen Variante relativ eng stoppen, nämlich hier, und das wären knappe 15 Punkte. Take Profit 30, 2:1 kann man verkraften. Meine Damen und Herren, passen Sie auch vor allem auf die Zahlen um 10.30 Uhr auf. Wir kriegen da aus England den Einkaufsmanager-Index für den März und vor allem das Notenbankprotokoll. Da erwarten wir Bewegung. Momentan ist das britische Pfund eher seitwärts gerichtet. Da gibt es nicht wirklich viele Impulse, gerade auf dem Tageschart oder wenn man sich das mal auf dem Wochenchart anguckt. Das Ding ist gefallen wie ein Stein und jetzt konsolidiert es hier so ein bisschen seitwärts. So, das war's. Mehr macht er momentan nicht. Und daher von einer Trendwende kann man nicht sprechen. Die Trendwende, da müsste ja schon mal das letzte Hoch hier nach oben hin brechen. Punkt 1. Alles, was er bis dahin macht, ist eine Korrektur. Er klebt hier direkt am letzten Tief. Ja, also wenn, dann ist es eher eine Short-Position, aber vor den Nachrichten ist es, er könnte halt noch weiter konsolidieren. Wirklich prickelnd ist das Setup nicht. Also aktuell würde ich da im British Pfund nichts Großartiges traden. Jedenfalls aktuell nicht. Auch nicht untergeordnet. Da schiebt er sich hier weiterhin seitwärts. Möglicherweise im kurzfristigen untergeordneten Long ab 1,5012 ist aber eine spekulative Variante. Nun gut, meine Damen und Herren, das war's für heute. Wir hören uns heute Abend wieder, für heute früh jedenfalls. Good Trades, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.